nicht kommentieren, ne? Du kannst nicht kommentieren. Ah, doch, das kriegen wir doch wohl hin. So, und damit sind wir jetzt auch wieder live raus aus der Pause mit raus. Wir haben jetzt das nächste Doublespiel. Wir haben Skeddy und Cruel gegen Squall und Cobra. Cobra hier als Yoshi mit und Squall mit als Hero. Und wir haben wieder einen Falcone und einen DK. Den haben wir heute schon ein paar Mal öfter gesehen. Ist auf jeden Fall eine richtig coole Kombi, was Heavy Smashes auf jeden Fall angeht. Aber Skeddy spielt eh jeden Charakter, also das ist heftig. Ja? Ja. Also ich weiß, er spielt Snake, Marv, DK. Mhm. Captain Falcon spielt, hat er gerade gegen uns gespielt. Ja. Deswegen. Und cool ist der Captain Falcon hier. Ohoho, da wird unser Captain Falcon deleted. Das ist auch immer eine eklige Nummer an dem guten Hero und seine Fähigkeiten. Halleluja. Und dann wird der Smash aufgeladen. Hat auf jeden Fall schon fast reinsensen können. Und jetzt haben wir Cruel gerade beobachten können, wie er sich aus diesem 2 gegen 1 aus der Ledge-Situation rockt und heute. Oh, fast der Spike. Wow. Ja. Oh, der Apfel. Und er kriegt beide mit dem Smash. Oh, oh, cool mit der Backhand. Oh, Teleport. Oh. Teleport in den Upsmash. Halleluja. Momentan sieht das noch besser aus für unser blaues Team, bestehend aus Squall und Cobra. Haben eine Stock-Lead noch momentan. Bang wurde vorbereitet, hat leider nicht connecten können. Das war kein Sweeper. Cruel ist raus. Somit ist es dann jetzt an Skeddy, um zu schauen, ob er vielleicht das 2-on-1 schaffen kann. Na, 3 Stocks, ne? Mhm. Wird auf jeden Fall eine interessante Nummer. Er muss auf jeden Fall versuchen, aus dieser Schweinchen in der Mitte-Situation jetzt rauszukommen. Scoren spielt auf der Defensive. Das wird schwer. Oh. Oh, da. Back hat connected. Back Air, Entschuldigung. Ja, das könnte aber der Druck sein. Hab er verfehlt. Da war auf jeden Fall Kombo Potential. Okay, das killt. Ja. Ab er hat connected. Sehr schöne Runde von Cobra und Squall. Ja, interessantes Game. Ich sehe Yoshi nicht allzu offen. Yoshi ist, ja, man sieht ihn irgendwie zwischendurch immer mal ein bisschen. Mhm. Aber man sagt immer, der ist sehr einfach. Also ich komme auf sein Erstbeat gar nicht klar. Mhm. Nee. Sieht auf jeden Fall ein bisschen cleaner aus als mein Yoshi. Mein Yoshi besteht aus Downairs. Versuchen damit Prozente zu reißen. Aber naja, wir schauen mal, was die Jungs jetzt machen. Ich habe gerade die Charakter gar nicht gesehen, welche sie gepickt haben. Ah, nearly the same. Okay, Cobra geht wieder als Yoshi. Wir haben Cruel wieder als Falcone. Und jetzt haben wir noch einen Snake mit dabei und einen Bowser. Snake und Bowser. Sehr schön. Ja, ich bin auch ein riesiger Fan von Snakes im Neutral Game. Vielleicht auch ein bisschen mit daher gehen, dass ich sehr viel mit Metal Gear Solid aufgewachsen bin. Aber ich finde halt einfach sein Toolkit mega genial. Man kann es divers nutzen. Ja, hätte man jetzt fast connected und daran hätte man das sehen können. Also seine Utility von Snake ist wirklich atemberaubend in dem Spiel, wenn man das weiß einzusetzen. Cobra versucht hier den Edge Guard, währenddessen Cruel hier drüben Squall bearbeitet. Squall hat hier Schwierigkeiten gehabt, wieder rauszukommen. Cruel lässt da auch nicht nach. Typische Falcone-Krankheit, einfach rein. Aber dann, das ist auch sein Bread and Butter. Oh, da hat er es nie connected. Ah, immer schön anzusehen. Das ist immer so ein kleiner Adrenalinstoß. Und mal Knie. Da haben wir es da. Sehr schöne Nummer. Kriegt jetzt hier noch den zweiten gleich noch raus? Nee. Cobra weiß sich da zu retten. Aber ich glaube, Bowser ist auch ein sehr guter Charakter für Doubles. Ja. Weil er viel abdeckt und so. Ja, richtig. Allgemein auch die Heavy-Charakter, ne? Die haben schon einen Vorteil, den sie dann in den Singles dann natürlich wieder verlieren. Aber in Double meistens gut ausnutzen können. Cobra mit einem crazy Edge-Guard-Versuch. Oh, das gilt, glaube ich. Ah, nee. Noch nicht ganz. Ach,
Feuer. Oh, okay. Oh, da war das Bike von Gruul an sein Teammate. Aber schon witzig. Guck mal, weiß hier die Edge zu trappen gegen Skelly. Ich glaube, die Downbeat kann auch spiken, weiß ich aber nicht. Vom Bowser. Zumindest auch mit runterreißen, ne? Ja. So, und jetzt ist es 2 gegen 1. Squall muss sich alleine jetzt gegen beide behaupten. Oh. Hat schon jetzt den Stock holen können. Hat noch einen Stock Vorteil im Gegensatz zu den anderen beiden. Aber Squall macht's gut. Ein bisschen defensiv auch. Musst du auch machen in dieser Situation. Ja. Die Abschmerzen. Neutral sitzt. Und jetzt wird's interessant. Denn jetzt sitzen alle auf einem Stock. Weiß das Squall in dieser Situation für sich zu nutzen. Ja. Hier kommen die Command Grabs nach links und rechts. Out of Shield Abi. Wichtig. Oh, der Spike. Der hätte fast connected. Sie wollen Zahlfach haben. Sie provozieren es. Sie wollen es sehen. Sie gehen für Siren Leal. Der SD. SD. Ah, da wollte er beide gleichzeitig noch mitbekommen. Das hätte auch so funktionieren können an der Stelle. Aber ich muss es gerne nochmal jetzt an dieser Stelle sagen. Ich liebe es, wenn man für solche Highlight Reels geht. Ja. Ne? Also da darf man dann auch gerne einfach 4-5 Mal versuchen, das Gleiche zu machen. Das ist so One-Prick-Pony-mäßig. Aber es ist super genial. Es ist schön mit anzusehen. Ja. Das macht viel auch in Smash aus, finde ich einfach. Ja, auch diese Highlights. Allgemein immer diese, auch Whisky mal zu gehen. Ist immer sehr interessant, weil zum Beispiel, sagen wir mal, bei anderen Kampfspielen, so mit Inputs und so auch, da sehen zwar die Kombos sick aus, aber so bei Smash sieht man einfach, wie risky das meistens ist, auch wenn man sich nicht so gut mit Smash auskennt. Das ist genau das Ding, ne? Du siehst halt einfach, das Spielprinzip basiert ja darauf, dass einer dann runterfliegt und du musst immer dieses Risiko eingehen, dass du selber halt nicht deinen Angriff so schaffst, wie du es geplant hast und dann selber dabei down gehst. So. Ja, ein paar Probleme gegen Squall. Ja, Squall hat auch wieder zurückgechanged von Bowser auf Hero. Oh, da war Track. Und beide strugglen sehr gerade. Obwohl es zwischen Cool und Squall sehr even ist. Genau, und Sketty und Cobra, also die beiden haben sich auch gesucht und gefunden gefühlt für die linke Seite eben gerade der Plattform. Ja, es hätte da noch ein Cool, aber das muss er auch einfach reingehen. Oh, der Downsmash. Wenn er connected hätte. Ja, bei einem Double Match kann man auch gerne mal einen random Smash einfach zwischendurch raushauen. Irgendwas wird's connecten und wenn es nur dein Teampartner ist. So, wir haben schon die ersten zwei Stocks sind schon raus in diesem Spiel. Oh, ganz, ganz behutsam wartet ab, was passiert. Teleport ist raus, um hinter ihn zu kommen. Aber Skelly weiß, das zu kontern. So, was macht... Cool wird für Edge Guard. Auf jeden Fall. Aber nicht so leicht, sagt sich Cobra. Nicht mit mir jetzt. Oh, der Downtilt. Da hat er ihn. Da hat er auch die Reichweite dann dafür. Um das sicher von der Plattform aus zu machen. Werden wir heute noch ein Duck Hunt Duel-Game sehen, sehe ich gerade hier im Chat. On-Stream in Singles vielleicht. In Doubles nicht mehr. Mhm. Beide Duck Hunts sind draußen. Aber in Singles denke ich mal, dass da noch ein Duck Hunt kommt. Du spielst ja auch Duck Hunt, glaube ich, ne? Ja. Ich spiele auch Duck Hunt. Ja, ich finde es immer sehr, für mich eine sehr, sehr bizarre Situation, immer gegen Daka zu spielen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da immer einen Weg dagegen finden soll. Also, du kannst halt Daka Hand auch einfach super viel Fläche einnehmen. Ja. Davon, ne? Von daher heute vielleicht in den Singles nachher nochmal. So, mit dem Bang.
holt aber leider nur sein Teammate damit den Stock weg. Hätte aber klappen können. Okay, da wird erstmal der Feuerball aufgegangen. Jetzt wird es ein klein bisschen gemashy hier auf der linken Seite. Aber es sieht nicht sehr gut aus für Sketch und Cool. Momentan leider nicht. Cool schon hier auf 143% zu sehen, ist ein relativ leichtes Ziel jetzt, gerade für den Hero. Vor allem auch, weil man Captain Falcon spielt, ja eigentlich ein Rushdown ist. Ja. Schauen wir, wie Cool diese Situation versucht zu meistern. Versucht er hier nochmal mit Spike mitten auf der Plattform. Ehrlich gesagt, auch zum Beispiel in der Fall. Das ist tatsächlich noch, also sie halten sich gut, sehr gut. Ja. Cobra auch sehr aggressiv hier gegen Skelly unterwegs. Oh, oh! Und Cool hat's überlebt. Bei den Prozenten. Ja, beide zwar sehr hoch Prozent, aber wenn sie dann eine Situation für sich schaffen können. Die können jetzt ein Comeback holen. Auch wenn beide One-Hits sind, ein Last-Hit. Es ist. Jetzt wird hier aber wirklich alles rausgeholt aus dem Repertoire. Hauptsache die Ledge gehört Team Rot. Hier in dem Fall. Jo, oh. Das killt. Das killt. Hoho. Das war cheesy. Also da jetzt die Mercer noch hinter sich dazu positionieren, ne, mit dem Teleporter hin.